Colonel Vargas. Stacey Laswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell, Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Ziani. Okay, wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft. Habe alles im Blick. Da unten tut sich was, Alejandro. Migranten sind im Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay, ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalten. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Bocha. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA? Dann müssen wir das wohl verhindern. Sie, Colonel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Oje, escucha. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch, bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Taktikänderung. Okay, damit willkommen zurück zu COD Monomorpha 2. Ich zähle vier Feinde. Und ich muss die Taschenlampe ausmachen. Auf der Mauer. Ach, guck mal, da oben ist er doch. Der ist rübergeklettert. Er ist drüber. Über die mexikanische Mauer. Wir müssen eingreifen. Okay. Den hab ich auch schon. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Er ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Gut, wir gehen jetzt hoch über die mexikanische... Los! Ja, ja, ich bin schon drüben. Ah, das ist Mexiko. Ah. Gut. Wir sind drüben. Kontakt! Negativ, er ist weg. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Gut so. Oh, Alejandro ist ja auch ein neuer Charakter und Rodolfo. Bin mal gespannt, was mit denen so hier abgeht. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Ich will auch so eine krasse Waffe haben. Mann, wieso bekomme ich so eine Waffe nicht? Oh. Hier wird einer gedroht. Da draußen ist jemand. Nein, nein, hier ist keiner. Por acá. Hey, wieder rein ins Haus. Rein ins Haus. Sofort. Gut so. El campo está libre. Muévete. Ja. Das Haus an der Ecke. Gut so. Entendido. Sichtkontakt. Ich bekomme gerade Battlefield Hardline Vibes. Mach auf. Ich gebe dir. Okay. Nein. Wir wollen jetzt schön hier reingehen. Hier wohnen Leute und wir gehören nicht hierher. Okay. Leise aber. Spezialeinheit. Spezialeinheit. Hey, weg mit der Waffe. Treten Sie zurück. Okay. Du bist nicht Monte. Du bist nicht Monte. Wo sind die hin? Die sind da lang. Bleibst auch dort. Los geht's. Okay. Watcher, wir sind an der Ecke Flores und Barajas. Ziel bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Na, hoffentlich nimmt sie uns nicht fest. Oh fuck, da kommen welche. Kartell patrouillieren. Schalte sie aus. Warte.
Sind sie tot? Ah, da kommen noch welche. Gut. Der Spekado. Schau, sie sind da lang. Alles klar? Ja, yeah, mir geht's gut. Sir. Und selbst? Alles gut. Hierdurch. Warte, müsste jetzt überall einbrechen. Könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit, runter! Spezialeinheit! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun, ich suche jemand anderen. Hey, wir sind lieb. Wir sind lieb. Der Mann, der eben hier durchkam. Hä? Ich hab die ganze Zeit auf ihn gezielt. Watcher, schicken Sie Hilfe. Ein Zivilist ist verletzt. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab die ganze Zeit darauf gezielt. Auf geht's. Roger, welches Haus ist das Ziel? Fang mit den zweistöckigen Blauen an. Warum? Das Überwachungslicht ist gerade ausgegangen. Die Scheiße! Tu einfach, was ich sage! Sofort. Wir klären das. Lokale Polizei. Jasper hat Wort gehalten. Oder ich knall dich ab! Wir sind die Staatspolizei. Ich will deine Hände über dem Kopf sehen! Hey, wir sind die Staatspolizei. Colonel Alejandro Vargas, Spezialeinheit, wir verfolgen eine Terroristin. Gomez, warte. Das sind Ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir haben ihn zum Rakete! Oh, fuck! Scheiß Narcos! Wo ist eine Waffe? Weg mit euch! Mann, Alter! Gibt's doch nicht! Da kommen noch zwei. Los! Greif an, wenn sie da genug sind. Komm schon. Hier, nimm die Kastoff. Jawohl. Da oben noch einer. Gut, gesichert. Ich versperre die Ausgänge. Gut so. Ich gehe rein. Okay. Entrando. 3, 2, 1. Guillermo, Hände hoch! Ey! Wo ist noch einer? Da hinten. Jawohl. Nein. Achte auf Flüchtige. Gut so. Weg mit dir. Okay. Erster Stock gesichert. Geh zum nächsten. Na. Brauchst gar nicht versuchen. Geh in den ersten Stock. Oh, fuck. Drei Türen. Gut. 3, 2, 1. Hallo! Fuck. Ich wollte noch duschen gehen. Okay, hier ist keiner. Bewege mich zum letzten Korridor. Erster Stock. Er sitzt in der Falle. Entendido. Verbrennt alles. Weißt du, wer ich bin? Du bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Hey, ich sehe Rauch. Wie ist dein Status? Rodolfo, ich gehe jetzt rein. Coronel, nicht. Ich komme nicht raus. Rodolfo, wo bist du? Hör zu, Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen sie ihn weg. Rudi! Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Halt durch, Bruder! Ich hab dich! Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen.
Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Sergeant McTavish! Nenn mich Soap. Lieutenant! Laswell sagt, alles sage in Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug. Willkommen in der Stadt der Seelen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das sind Las Almas. Shepherds Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Vamos, muévanse! Das ist mein Stellvertreter, Sergeant Major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. Häuser Schrock, 4 Bewaffnete. Hey, tranquilo. Ruhig. Das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind von hier. Wir sind los Vaqueros, die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Kinderwaffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre, der Namenlose, der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier rein, Ghost. Oje, cálmala. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts, wir weichen aus. Wieso? Einige Truppen gehören zu El Sin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. Er versetzt Hassan in ein Dorf hinter dem Fluss. Hoffentlich ist er da noch. Teamführer, bei mir sammeln. Kopiert. Feuerfreigabe, Vaqueros. Muévanse. Wo halten Sie denn Hassan? Weißer zweistöckiger Bau am Stadtrand. Todos los Víctors estén listos. 3, 2, 1. Entra, entra! Und rein da ins Getümmel. Zivilisten? So eine Waffe. Das Kartell hat übernommen. Ist jetzt ein Unterschlupf. Guter Ort, um Hassan unterzubringen. Bewegung. Gut, ich bin bereit. Kontakto! Alle Victors vorrücken! Ja, da kommen noch welche. Vorwärts. Na, zum Glück sind die nicht krass ausgerüstet. Wo geht's denn hier lang? Okay, die schießen. Erstmal ganz woanders hingehen. Oh, hier gibt's Bierflasche. Nein, beweg dich nicht. Sicher. Und noch? Sichere das Haus. Dann holen wir uns Hassan. Das Kartell wird ihn schnell wegschaffen. Dann ich habe eine PDSW als zweite Waffe. Okay. Spezialeinheit! Tür. Rechts. Ich schmeiße Blendgranate. Raum gesichert. Sicher. Was ist mit den Familien hier passiert? Das Kartell bringt Gewalt. Und sie fliehen. Haltet dich bereit.
Gut, ich gehe weiter. Warte. Víctor 2, ese es 1-1. Despliega humo. Estamos mudando al exterior. Copiado. Lanzando granada de humo. Wo ist deine Familie, Alejandro? Ich halte das geheim, Bruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnung. Los jetzt. Mir Nassob. Okay. Wir haben sich Hassan versteckt. Reist mit Gegenwehr. Todos los equipos, listos para contención. Preparen para abrir brecha. Avanza, avanza. Oh, wie die da reingehen. Ist das cool. Gesichert. Sicher. Kein Hassan. Erster Stock. Sí, vamos. Gehen wir nach oben und holen Hassan. Verstanden. Wenn Hassan hier ist, dann in diesem Raum. Sicher in den Raum. Ich gebe Deckung. Verstanden. Okay. 3, 2, 1. Kein Hassan. An alle Victors. Zielgebäude ist sicher. Negativ bei Hassan. Entendido. Sie müssen ihn verlegt haben. Wann? Vor kurzem. Kurz einhalten, seine Flagge. Er war hier. Alejandros Infos waren gut. Kommandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. 03, Rückzug, sofort. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer decken. Sind Sie sicher? Rücken wir ab. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht direkt. Diese Truppen arbeiten fürs Kartell. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Das heißt, wir müssen jetzt gegen die verdammte mexikanische Armee kämpfen? Meine Männer sicher sind. Mehrere Fahrzeuge, Truppentransporter, leicht gepanzert. Okay. Bin bereit. Nicht feuern! Lasst sie rankommen. Warte, ich nehme mal hier, weil das hat einen. Das hat so einen Modus, so einen Granatenmodus. Feuer frei! Ah, okay. Sie sind gepanzert. Ihr bekommt schöne Granaten in die Fresse. Die haben Schilde. Sie setzen Schilde ein. Ich sehe es. Ich feuer weiter. Okay, ich halte sie in Schacht. Oh, schöne Kills hier. Bin. Jawohl! Weg mit euch! Wir sind sicher! Scheiß Mexikaner! Okay, meine Männer sind sicher! Dann müssen wir los! Boah, nicht auf mich schießen, du Penner! Sorry! Wie bin ich gestorben? Du wurdest von einer Granate getötet? Ah ja! Wo war deine Granate? Als ob ich das jetzt normal machen muss! Sie sind gepanzert! Auf die Helme zielen, die sind schwach! Ja, ja. Sie setzen Schilde ein! Dann muss ich die Scheiße nochmal machen. Ah! Mann, meine Hüfte! Alter, die machen aber auch einen Schaden. Alter, Alejandro. Sag doch mal jetzt. Wir sind sicher. Copiado, beim Versteckssammeln. Okay, meine Männer sind sicher. Dann müssen wir los. Los, jetzt geht doch endlich. Oh, fuck. Sie machen Giftgranate. Die Armee ist direkt hinter uns. Copiado, bin unterwegs. Den Hügel runter. Wir schütteln sie in den Bergen ab. Hausschwärmen und in der Nähe bleiben! Verstanden. Oh, fuck! Rodriguez! Sie sind wieder hier! Die Armee hat uns! Deckung, Deckung! In Deckung gehen und Feuer erwidern! Weggepustet! Ich hab grad aus Versehen einen Ghost getroffen. Wo wurdest du getroffen? Oh, ich nehme meine MG. Alles gut. Oh, ist das laut, Alter. Sanchez hat's erwischt! Greife an! Alles gesichert! Vorerst, wir müssen weiter. Los! Kennst du diese Pfade? Sehr gut, aber die Armee auch.
Wir können keine Armee aufhalten. Wir brauchen eine Evakuierung. Rodriguez, Evakuierung anfordern. Sie, Kommandante. Das ist ein echt schöner Ort, aber nicht toll zum Schießen. Oh, fuck. Sie sind gehalten. Der Gumm ist ziehen. Sie, Koronel. Go, go. Geht hinter diese Felsen. Wo das einer gepanzert. Dann rücken Sie vor. Sie spannen. Drei Sie den ein. Rodriguez, Funk einrichten. Kommando, Victor 1. Er bietet sofortige Evakuierung bei der Brücke über den Rio de las Almas. Bitte bestätigen. Kommando, hört ihr mich? Was das? Vorerst, da kommen noch mehr. Weiter. So was von Rodolfo gehört? Nein, kein Funkkontakt. Gut, da. Dann weiter. Hier durch. Die Berge blockieren den Funk. Ob dein Mann durchgekommen ist? Hoffen wir es. Wie lautet der Plan? Am Fluss ist eine Brücke. Dort evakuieren wir. Und wenn nicht, gewirrst du San Pari. Jo. Oh nein, auch noch Raketen. Willst du mich verarschen? Komm! Oh, das sieht so schön aus, ich will mich umsehen, aber wir müssen die ganze Zeit schießen. Magazinwechsel. Da haben wir noch welche. Gesichert. Jemand getroffen? Negativ. Nee. Wir können weiter. Verstanden, zu mir. Gut, ich folge dir. Eieiei. Oh, guckt euch an, wie schön das ist. Schaffen wir das? Wenn nicht, serven wir, Hermano. Oh, ey, das sieht. Diese Grafik, echt. Die haut mich vom Hocker, echt. Ich will mich umsehen, bitte. Wir sind nicht weit weg. Wohin jetzt, Alejandro? So, weiter vorwärts. Rodriguez, versuch's weiter am Funkgerät. Der Rest sucht nach Scharfschützen. Da, der Vorsprung. Es gibt einen Weg den Berg hinauf. Rodriguez, Funksignal? Negativo. Gefunden. Escucha, hört ihr das? Da kommt ein Heli. Sie, sucht euch eine Schussposition. Wir überraschen sie. Wo geht es zur Brücke? Geradeaus, hinter dem Helikopter. Sie wollen unseren Weg abschneiden. Wir müssen an ihnen vorbei. So, aber hier sieht's frei aus, also alles gut. Oh, hätte ich mal das nicht gesagt. Au, au. Ah, da ist noch ein gepanzerter. Mit Raketenwerfer. Komm schon. Da. Gesichert. Den Hügel hoch. Es ist nicht weit zur Brücke. Gut. Darf ich mich dann umsehen? Sie könnten Schützen positioniert haben. Aufpassen. Guckt euch diese schönen Berge an. Ich wusste oben gar nicht, auf dem Hügel, Sergeant. Wir sind unterwegs. Da ist die Brücke. Kein Sichtkontakt zur Evakuierung. Der Funk kam nicht an. Hijo de puta. Wir funken, wenn wir da unten sind. Da lang. Ich wusste gar nicht, dass Mexiko so schön aussieht. Okay, ich springe. Oh. Passt auf, wo ihr hintretet. Diese Klippen sind gefährlich. Du kennst den Weg. Haben damals die Schule geschwänzt und hier gespielt. Bis die Kartelle gekommen sind. Ja, die Narcos haben alles verändert. Scharfschütze, Bewegung! Oh, fuck. Oh, schnell. Rodriguez! Nein. Oh, shit. Lauf. Verdammt guter Schuss, Kumpel. Hast du ihn? Jawohl. Oh nein, ja, sie suchen uns. Verfolgt uns immer noch. Wir werden den Boden gut machen. Wir sind jetzt hier komplett auf der Flucht, Alter. Und jetzt hier noch runtersliden. Oh, das ist geil. Du hast uns in eine Sackgasse geführt. Wir springen von hier. Verliere deine Waffe nicht. Oh. Positiv. Ja, mir geht's gut. Den Fluss runter zur Brücke. Die Felsen als Deckung nutzen. An alle Einheiten. Hier Victor 01. Hört mich jemand? 01. Hören Sie mich. Erhole. Hören Sie mich. Das Funkgerät empfängt was. Klingt amerikanisch. Ist aber ein bisschen schwierig. Hier im Wasser. Kontakt vor uns. Gut. Oh, schnell runter.
Nutze die Felsen als Deckung. Ja, ich muss sehen. Da rollt Armeeverstärkung an. Da kommen sie. Schmeiße Granate. Das ist Hemdex. Da ist auch noch einer. Gesichert. Ah ne, da hinten noch. Wo ist denn da noch einer? Weiter den Fluss entlang. Okay, wir können weiter. Oh, ich will mich umsehen, aber es ist halt überall Geballer. Oh, fuck. Da ist noch einer. Gut, wir können weiter. Rechtes Ufer! Ja, sehe. Der Fluss bremst uns, Kumpel. Vorne wird es flach. Schwimm weiter, Bewegung! Gut, alle ausgeschaltet. Schwimmen, 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 schwimmen. Fahrzeuge auf der Brücke! Sind nicht von uns! Scheiße, die Armee! In Deckung! Wir müssen nicht hier bleiben und evakuieren. Gegen diese Panzerung richten wir einen Scheiß aus! Aber ich kann hier mit meiner MG was machen. Warte. Hier ist Shadow 1. Greifen die Brücke nördlich eurer Position an. Nachfeuer! Wer zur Hölle ist das? Commander Graves, Shadow Company. Sie gehören zu uns. Wir bräuchten vielleicht Hilfe. Wir werden hier beschossen. Shadow 1, Bravo 07. Gut geschossen. Treffer! Jawohl. Alle Einheiten, keine Feindbewegungen registriert. Ihr seid sicher. Schön, euch zu sehen, Jungs. Gleichfalls, Kumpel. Da lang. Gut, wo lang? Ach, da. Gut. Schön, 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 schön. Graves, wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden. Verstanden. Achtung, womöglich haben wir Hassan geortet. 2 Kilometer nördlich eurer Position. Das ist Kartellland. Sie haben dort eine Anlage. Alle rein. Gut. Los, Leute, steigt ein. Bereithalten. Gut, dann rein dort. Los geht's! Ich fahre. Seid ihr bereit, Hassan zu schnappen? Mit Feuerschutz von oben? Tüten wir den Mistkerl ein, Graves. Verstanden. Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor. Shadow 1 Ende. Na los, die Geschosse ins Rohr! Ja, Commander! Navigation, Kurs auf die Anlage! Roger. Offizier, eine Hand auf den Knopf, wir fangen gerade erst an. Verstanden! Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir! Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten 141 sind jetzt eure Brüder! Sie gehören zu uns! Erledigen wir das, ja? Ja, ja! Okay! Ghost, hier ist Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt.